Ja, das war ein sehr bemerkenswertes Verfahren, was jetzt hinter uns liegt an der Stelle. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit gepflegt, nicht nur mit den Büros insgesamt, sondern auch zwischen den Verwaltungseinheiten. Es waren ja viele Fachämter beteiligt, sowohl im Bezirk als auch bei der Senatsverwaltung. Das ist, glaube ich, sehr gut gelungen. Und was mich total begeistert hat, war, dass sehr viele Anregungen, Ideen, die die Bevölkerung, die die Anwohnerinnen mitgebracht haben, in den Entwürfen aufgenommen worden sind und dann dazu geführt haben, dass alle Entwürfe sich Stück für Stück verbessert haben. Und ich glaube, der Siegerentwurf, der im Grunde genommen von vornherein gesagt hat, er möchte so viel Grünraum wie möglich erhalten, hat aber dann nochmal städtebaulich unglaublich an Qualität gewonnen, hat die steilste Entwicklungskurve aus meiner Sicht hingelegt und mit dem mutigen Bau, sage ich mal, am Tempelhofer Damm mit dem Bildungshaus und dem erkennbaren Identifikationspunkt wirklich ein Highlight gesetzt an der Stelle. Also mir hat der Siegerentwurf über die Maßen gut gefallen. Wenn ich einräumen muss, dass natürlich das eine oder andere noch nachzuarbeiten sind. Aber man muss verstehen, wir sind jetzt bei der städtebaulichen Planung. Wir haben uns jetzt für einen Siegerentwurf entschieden. Das heißt nicht, dass an der einen oder anderen Stelle nicht noch nachgearbeitet und verbessert werden muss, damit es nachher zu einer gelungenen Architektur kommt und auch zu bezahlbaren Wohnraum. Für das städtebauliche Werkstattverfahren ist dieser Prozess erstmal abgeschlossen, aber die Bürgerbeteiligung geht natürlich noch weiter. Einerseits werden wir einen festen Informationspunkt schaffen vor dem Rathaus im Tempelhof, zunächst im Rathaus und dann später mit dem Informationspavillon an der Stelle. Und wir haben ja noch das ganz offizielle B-Plan-Verfahren vor uns, das gesetzlich schon vorschreibt, dass sich die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Einwendungen noch beteiligen können. Das ist eigentlich das stärkste Mandat, was den Bürgerinnen und Bürgern an der Stelle dann auch zur Verfügung geht, weil alle Einwendungen müssen abgewogen werden, müssen bewertet werden und müssen in das weitere Verfahren eingebunden werden. Und natürlich werden wir uns als Bezirk mit der Gebietsbeauftragten Stern große Mühe geben, die Gespräche vor Ort zu suchen, mit den Akteuren im Gespräch zu bleiben, damit wir nachher, wenn wir in die weitere, detailliertere Planung eintreten, immer auch wieder eine Rückkopplung haben zur Bürgerschaft. Also die Beteiligung ist mitnichten erledigt, sondern wir werden versuchen, auf Augenhöhe so weiterzumachen, wie wir das im kooperativen Werkstattverfahren jetzt sehr intensiv getan haben. Ich fand zunächst einmal die Art und Weise, wie wir miteinander umgegangen sind und wie sozusagen die qualitative Diskussion abgelaufen ist, sehr erfrischend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte richtig Spaß daran. Ich hoffe, den anderen Jurymitgliedern ist das genauso gegangen und dass das Votum am Ende des Tages einstimmig ausgegangen ist, glaube ich, zeigt auch, wie gut die Diskussion am Ende des Tages auch gewesen ist. Also wenn Sie mich fragen, ich würde das gerne so an anderer Stelle auch wiederholen. Es ist zwar sehr intensiv, es kostet einige Nerven, sage ich mal, insbesondere den Büros, die ja ständig dann nacharbeiten müssen und immer wieder neue Entwürfe aufliefern müssen, aber das gehört eben zum Verfahren dazu. Aber dieser intensive Austausch über alle Beteiligten hinweg, den unterschiedlichen Ämtern und dergleichen mehr, das hat es wirklich nach vorne gebracht. Wir haben ja nicht nur eine Beteiligung gehabt von Bürgerschaft, sondern wir haben auch eine Beteiligung gehabt von Verwaltung, die nicht ohne war. Und das hat die Entwürfe eigentlich so Stück für Stück besser gemacht, dass immer wieder neue Elemente dazugekommen sind. Also ich bin, wie gesagt, sehr angetan von dem Verfahren.